Die deutschen Zeitschriftenverleger beschäftigen über 9000 Journalisten. Presse- und Meinungsfreiheit ist die Voraussetzung für Zeitschriften- und Zeitungsjournalismus. Die ist aber nicht mehr selbstverständlich. Mehr denn je wird sie weltweit zur Disposition gestellt. Journalisten und Journalistinnen sind es, die für das Recht der freien Presse nicht nur ringen, sondern häufig unter Lebensgefahr kämpfen. Viele bezahlen mit ihrem Leben. Sie schreiben für Meinungsfreiheit und damit für unser aller Freiheitsrechte. Sie sind ein Dorn im Auge der Diktatoren, der korrupten Regierungskliken, der Parallelwelten und kriminellen Organisationen. Allein in diesem Jahr wurden 42 Journalisten bei der Ausübung ihrer Arbeit getötet, 177 befinden sich in Haft. Mit der Verleihung der Goldenen Viktoria für Pressefreiheit des VDZ betonen die Zeitschriftenverleger die einzigartige Bedeutung der freien Presse und des unabhängigen Journalismus. Sie weisen auf die herausfordernde Arbeit der Journalisten hin und geben denjenigen eine Bühne, die nicht im Rampenlicht leben und arbeiten. Wie geht es den Preisträgern heute? Was machen sie? Unter welchen Bedingungen arbeiten sie? Die Goldene Viktoria hier in Berlin im November 2015 hat in meinem beruflichen Alltag sehr viele Spuren hinterlassen. Ich bin viel in Schulen unterwegs, bekomme Einladungen zu Akademien und soll sprechen mit den Teilnehmern über Pressefreiheit, aktuell auch viel über Fake News. Ein spannendes, wichtiges Thema und ich erlebe tagtäglich, dass der Artikel 5 in Gesprächen mit Jugendlichen ein herausragender, sehr spannender Einstieg in Freiheitsrechte und Menschenrechte ist. Farida Nexat lebt wieder in Kabul und setzt sich unermüdlich für die Rechte afghanischer Journalistinnen ein. Die sind besonders gefährdet. Sie werden von den Taliban und dem Islamischen Staat verfolgt, die skrupellos gegen Medienschaffende vorgehen. Gleichzeitig zwingt viele der soziale Druck dazu, ihre Arbeit aufzugeben. Hi, this is Farida from Kabul, Afghanistan. Hallo, hier spricht Farida Nexat aus Kabul, Afghanistan. Ich arbeite hier im Zentrum für den Schutz von Journalistinnen, Frauen in Medienberufen und Aktivistinnen, das in Kooperation mit Reporter ohne Grenzen eröffnet wurde. Unser Zentrum bietet in der derzeit schwierigen Situation Unterstützung für die mutigen Frauen, ihre journalistische Arbeit fortzusetzen. Ana Lilia Perez arbeitet trotz gegen sie ausgesprochener Todesdrohungen weiterhin in Mexiko. Sie berichtet unter anderem über Korruption und Vetternwirtschaft mit Regierungsbeteiligung. Es geht um zwielichtige Grundstücksgeschäfte und versickernde Staatsgelder für den angeblichen Bau eines Erholungsparks. Die Auszeichnung des VDZ an Chan Dündar hat ein Zeichen gesetzt und seine Arbeit unterstützt. It was an amazing award ceremony that I will never forget. A very important solidarity sign for us, not only for me, but also for my paper and my friends, my colleagues in Turkey, in jail especially. International solidarity is a kind of lifesaver for all of us. And that kind of awards gave us the courage at the same time. It's a kind of protection, you know. And with those awards, we can defend ourselves, explain ourselves. Ungebrochen geht die Arbeit weiter. So we start a kind of website together with some friends here. Now we have a printed magazine with the same name. And we published this monthly magazine in Turkish and German. And now we are using Periscope. We have reporters in Turkey. The next step will be a publishing house, printing some censored books in Turkey. And then afterwards we are dreaming of a radio station. Die Arbeit und Entbehrungen mutiger Journalisten sind Appell und Ansporn, nicht wegzuschauen, nicht hinzunehmen, wenn Freiheit eingeschränkt wird. Fällt die Pressefreiheit, dann sind auch alle anderen Freiheiten und unsere demokratische Gesellschaft in Gefahr.